Moin und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Heute geht es mal nicht um Messer, sondern heute geht es um eine Uhr. Und zwar um diese hier. Es handelt sich um das Modell mit dem sperrigen Namen Citizen CA7040-85E. Ein Chronograph, Bicompax-Chronograph. Zudem sagen wir gleich etwas mehr. Die Uhr selber kommt in einer relativ unspektakulären Citizen Box. Und ja, da ist jetzt nichts Besonderes dran. Wie gesagt, CA7040-85E. Es handelt sich um ein Modell aus der Citizen EcoDrive-Linie. Das bedeutet, es ist eine Quarzuhr, die über Licht aufgeladen wird und dementsprechend keinen Batteriewechsel benötigt und dadurch einfach sehr komfortabel ist, so eine Don't-Worry-Uhr, sag ich mal. Ich komme mal am Anfang zu den Spezifikationen. Die gute Uhr hat einen Durchmesser von 41 mm. Das Zifferblatt selber hier, also der sichtbare Teil des Zifferblatts, ist 35 mm groß. Lug-to-Lug, also die Länge der Bandanstöße hier, über die Uhr sind 47 mm. Die Dicke der Uhr sind 11,56 mm. Das gute Stück hat eine Bandanstoßbreite von 20 mm. Verschraubter Boden, 100 Meter wasserdicht, natürlich alles Stainless Steel. Das ist klar. Japan Movement. Hier hinten steht alles Mögliche noch drauf, was aber nicht wirklich super spannend ist. Das Ding hat keine verschraubte Krone, sondern eine ganz normale Stellkrone. Hat, wie gesagt, eine Bicompax-Anzeige. Unten ist die laufende Sekunde. Oben habe ich eine 60-Minuten-Skala für den Stopper. Klar, der Stopper, der Minuten-Stopper läuft aus der Mitte. Das Ganze hat so den Habitus eines Fliegerchronographen aus den, ja, ich würde mal sagen, 60er, 70er Jahren. Unterstützt natürlich auch durch die Form des Ganzen, hier mit den weit rausgezogenen Hörnern, mit dieser abgerundeten Form des Gehäuses, das so ein bisschen an eine Seiko Turtle erinnert. Kissengehäuse, da wird es auch zum Teil genannt, wobei ich Kissengehäuse immer noch ein bisschen quadratischer finde. Die gehen dann hier so ein bisschen raus und so rüber, die dann wirklich fast, ich will nicht sagen viereckig, aber doch wesentlich kissenförmiger sind. Also das ist für mich eine Turtle-Form. Die Krone selber ist nicht geschützt. Die Drücker haben hier einen Schutz, wie man sehen kann. Das ist schon gut gemacht. Was ich an dieser Uhr besonders ansprechend finde, erstmal natürlich Ablesbarkeit. Durch diesen Fliegeruhrenstil mit den klaren und sehr deutlichen Stunden-Applikationen. Also das Ganze ist übrigens aufgedruckte Superluminova. Da ist jetzt, beziehungsweise das Äquivalent von Citizen, ich habe jetzt momentan keine Ahnung, wie das heißt, ist das Ding sehr gut ablesbar. Dann verzichtet das komplett auf Farbkontraste wie silberne Zeiger oder so etwas. Die sind alle geschwärzt. Das heißt, ich habe auf dem Zifferblatt nur zwei Farben, nämlich schwarz und weiß. Das finde ich sehr gut. Das heißt, die Zeit ist bei dem Ding
jederzeit hervorragend ablesbar. Das zweite, was ich sehr gut fand, ist der Durchmesser mit 41 mm. Ist diese Uhr nicht wirklich groß? Jedenfalls nicht nach heutigen Maßstäben. Nach damaligen Maßstäben wäre sie groß, nach heutigen Maßstäben ist sie das nicht. Das finde ich sehr angenehm, weil ich mag eigentlich so Uhren in so einer Größe von 40 mm für eine normale Dreizeiger auch gern mal darunter. Ich brauche diese riesen Klopper am Arm nicht. Von daher, das finde ich eigentlich wirklich gut. Was ich zu der Uhr insgesamt sagen kann, ich muss sagen, sie trägt sich einfach sehr gut, sie ist sehr leicht. Ich habe das Gewicht jetzt gar nicht gemessen, aber ist eigentlich auch wurscht. Es ist eine sehr leichte Uhr, sehr gut ablesbare Uhr, die mir all das bietet, was ich will. Es gibt ein paar Sachen, die sind mir persönlich auch sehr wichtig, wie zum Beispiel die Nachtablesbarkeit. Diese Uhr, wie auch meine andere EcoDrive, die BN100, verfügen einfach über eine sehr, sehr gute Nachtablesbarkeit. Ich schneide euch jetzt mal Bilder rein, die ich gemacht habe, wo ich die beiden Uhren nebeneinander lege und dann auch nur diese Uhr in der Nachtablesbarkeit ich fotografiert habe. Wie ihr sehen könnt, das Ding, es kann dunkel sein, leuchtet hervorragend. Dieses leichte Grün finde ich wirklich schön. Das Blau von der anderen finde ich auch gut, aber das hier finde ich fast noch schöner. Die Uhr wird ausgeliefert normalerweise an einem Stahlband. Hier, an so einem Stahlband. Ganz normal Oyster-Style, seitliche Drücker. Aber dieses Stahlband, muss ich ehrlich sagen, ist scheiße. Das ist wabbelig, schwabbelig. Sind gedrückte Glieder. Das Ding, ich fand es nicht schön. Es fühlte sich auch nicht gut an. Es war irgendwie, nee, wollte ich nicht. Das ist einfach Mist. Auch ein bisschen geschuldet dem Preis, zu dem ich gleich noch komme. Was ich schön finde, ist, dass das gute Stück halbe Glieder hat. Hier kann man es sehen. Das ist kleiner als das hier, ganz deutlich. Das heißt, die Einstellbarkeit des Bandes ist noch mal eine Nummer besser. Aber ich habe gesagt, also das gefällt mir nun überhaupt nicht an dieser Uhr. Und da sie sowieso so einen Retro-Style hat, habe ich mir selber eben einen Lederband gemacht, geschnittenes Leder. Und habe das hier dran gemacht. Und ich finde, das passt sehr gut zu der Uhr. Gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Vintage-Look. Ganz normal aus einem dicken Leder gemacht. Ist wirklich sehr dick, das könnt ihr hier sehen. Das ist, ja, es gibt einen schönen Used-Look, schönen Vintage-Look. Finde ich gut. Passt, finde ich, sehr gut zur Uhr und trägt sich, wie gesagt, ganz hervorragend. Was so ein bisschen Downsize machen wir mal, also beziehungsweise das ein bisschen Nachteile von der Uhr. Natürlich hat so eine Uhr nicht nur Vorteile, sie hat auch Nachteile. Wenn ihr mal schaut, wenn ich jetzt mal den Drücker starte, also erst nochmal zur Haptik dieses Drückers. Wenn ich ihn starte, gibt es einen ganz leichten Widerstand. Wenn ich ihn stoppe, gibt es gar keinen. Wenn ich jetzt wieder starte, ist da auch kaum Widerstand. Aber dadurch, dass hier an dem Stoppzeiger wirklich nur dieser orange vordere Dot zu sehen ist, ist der nicht so super sichtbar. Es ist einfach so. Also da muss man schon genau hingucken, wenn man die Zeit stoppen will und wie das Ganze läuft. Der Stundenzähler läuft übrigens, springt nicht, sondern der läuft kontinuierlich mit. Aber das ist das Einzige. Dann läuft er sehr sauber zurück. Steht auch recht gut. Und wenn ich ihn dann wieder starte, wie gesagt, dann habe ich eben diesen Widerstand, den ich überbrücken muss. Wenn ich ihn dann wieder starte, gibt es keinen Widerstand. Sobald das Ding also einmal losgelassen ist,
reagieren die Drücker ohne jeglichen Impuls, den man spüren kann. Dann, wenn ich ihn zurückstellen will, da gibt es dann wieder diesen Impuls. Zweite Geschichte, die ich ein bisschen schade finde. Wie gesagt, ich habe ja schon ein Leuchtbild gemacht, ihr habt es gesehen. Was ihr nicht gesehen habt, ist, dass der mitlaufende kleine Sekundenzeiger. Der hat nämlich keine Leuchtmasse. Das ist echt blöd, weil man kann tatsächlich nicht überprüfen, läuft die Uhr eigentlich, wenn es im Dunkeln. Sondern man muss sich darauf verlassen, dass sie es tut. Dann das typische EcoDrive-Problem, was wir immer haben, ist das tiefliegende Datumsfenster. Aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass unter dem Zifferblatt direkt die Solaranlage, sag ich jetzt mal, liegt. Also das heißt, die Kollektoren für das Licht. Dadurch liegt das Werk selbst und damit auch die Mechanik für dieses Datumfenster einfach tiefer. Das geht, lässt sich nicht anders machen. Ist der Nachteil aller solarbetriebenen Uhren, hier hätte ich auch eine Lupe wirklich hässlich gefunden. Bei einer Taucheruhr wie dieser hier hätte man das machen können. Bei dieser hier finde ich das nicht gut. Was man auch sagen muss, die hat jetzt tatsächlich schon ein paar Macken bekommen. Na egal, ich trage sie halt auch. Was sie wirklich sehr schön gemacht haben, muss man sagen, sind die verschiedenen Oberflächen. Wir haben satinierte Flanken, satinierte Oberfläche der Hörner und dann hier eine Phase, die poliert ist. Sehr schön auch die Satinierung hier der Lünette, die natürlich nicht drehbar ist, aber die das Glas einfasst. Das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Selbst zwischen den Hörnern ist es vernünftig gemacht, sodass man die also auch ohne die schließenden, also die Bandanstöße an dem Metallband gut tragen kann, ohne dass das hier irgendwie blöd aussieht oder so. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ansonsten hauptsächlich ist diese Uhr satiniert, passt auch zu dem Erscheinungsbild. Also eine polierte Uhr fände ich da nicht gut. Glas, das Glas bei der Uhr ist Mineralglas. Auch für den Preis in Ordnung. Hat den Vorteil, dass es nicht ganz so bruchanfällig wie Saphir ist, dafür zerkratzt es schneller. Einen Tod muss man sterben. Bei der hier sieht man schon deutlich Kratzer auf dem Saphir, auf dem Mineralglas. Das ist schon etwas, was man sehr deutlich mitbekommt. Die sind anfälliger als Saphir. Aber dafür gehen sie eben auch nicht ganz so schnell kaputt. Ja, das ist das, was ich zu der hier sagen will. Eins noch, ihr kriegt die Uhr im Schnitt zwischen 179 und 199 Euro. Das finde ich für einen Chronographen wirklich gut. Die Laufqualität der EcoDrive-Werke ist über jeden Zweifel erhaben. Ist ein Quarzwerk, da, wenn ihr da irgendwie, was ich, 3, 4 Sekunden, 5 Sekunden im Monat habt an Gangabweichung, ist das echt viel. Aber das hat die nicht. Die hier musste ich, glaube ich, die habe ich jetzt seit 2016 und fast sehr häufig getragen. Bevor ich die hier hatte, habe ich die eigentlich täglich getragen. Und muss sagen, die habe ich, glaube ich, bisher seit der Zeit 3 oder 4 Mal gestellt. Sonst nicht. Gangreserve bei dem hier im Dunkeln, also sperre ich sie in die dunkle Schachtel, habe ich ungefähr ein halbes Jahr Gangreserve bei Vollaufladung. Das heißt, da muss ich mir auch keine Gedanken machen, wenn ich die mal länger nicht trage, läuft sie trotzdem weiter. Ich habe, klar gibt Citizen auch eine Lebensdauer von dem Werk bzw. dem Akku an, der da drin ist. Der soll irgendwie angeblich 10 Jahre halten. Ich habe noch von keinem gehört, der das Ganze hat austauschen lassen. Ja, wie gesagt, EcoDrive. Warum eigentlich EcoDrive? Warum eigentlich Quarz? Ich habe, wie gesagt, jahrelang Automatikuhren gesammelt. Und das Problem bei Automatikuhren ist einfach,
wenn ich nicht eine habe, die super, super, super teuer ist, eine Chronometer-Zertifizierung hat, habe ich einfach eine signifikante Gangabweichung. Die mag nur wenige Sekunden am Tag betragen. In der Woche summiert sich das dann schon wieder. Und wenn ich dann mal kurz vor knapp zum Bus gehe oder sowas, dann habe ich unter Umständen gerade mal Pech gehabt. Das ist das eine. Das zweite ist, sie braucht Service. Eine mechanische Uhr bringe ich mindestens alle 5 Jahre zum Service. Dann wird sie general überholt und je nach Marke ist das teurer oder billiger. Service bei einer hochklassigen Uhr wie einer Rolex schlägt ja noch gerne mal mit 600-700 € zu Buche. Bei einer einfacheren Automatik vom Hersteller, der zwar renommiert ist, ein Schweizer Hersteller, aber eben unter Umständen nicht so hochpreisig, dann wird es ein bisschen billiger. Das Problem bei den Dingern ist aber, dass auch gerade die Swatch-getriebenen, also die von der Swatch Group bestückten Uhren, ETA etc. pp., die Politik der Ersatzteilversorgung der Hersteller ist so ein bisschen seltsam. Es gab da mal Tendenzen, dass nur noch lizenzierte Händler Ersatzteile für Uhren bekommen, keine anderen mehr. Das halte ich für sehr, 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 sehr bedenklich. Wenn man sich zuvor ein Monopol aufgebaut hat, dann ist das halt eben entsprechend. Aber da gibt es ja mittlerweile Sellita und ähnliche Geschichten, die das Ganze so ein bisschen aufgebrochen haben. Für mich ist es einfach eine Uhr, die ich umbinde und fertig. Und da muss ich mir keine Gedanken machen. Und das ist mir mittlerweile sehr viel wert. Ich brauche. Klar, ich hatte gerade neulich wieder eine Diskussion mit jemandem, der Uhren verkauft und der sagte, ihm käme keine Elektronik an den Arm. Eine Uhr bräuchte Seele, das wäre halt nur eine mechanische Uhr. Ich habe meine großen Schwierigkeiten, mechanischen Gegenständen Seelen zuzusprechen. Das sind Tools, das sind Werkzeuge, die sollen möglichst optimal funktionieren und gut ist. Die haben keine Seele. Denn denen fehlt ein Bewusstsein. Tinef. Ja, ich kann die Handwerkskunst dahinter sehr wohl schätzen, die hinter mechanischen Uhren steht. Für mich ist das aber auch ein Stück weit innovative Kunst bzw. technisches Know-how, denn so ein Solarwerk zu bauen, mache ich auch nicht mal eben, oder zu entwickeln, das mache ich auch nicht mal eben am Küchentisch. Das heißt, das ist irgendwie so one step further. Und das ist das, was bei den mechanischen Uhren, bis auf hochkomplizierte, die von irgendwelchen Uhrmachern in ganz kleiner Stückzahl oder sogar als Einzelstücke gefertigt sind, wirklich nicht wesentlich mehr vorhanden. Also das ist für mich einfach Schönfärberei, aber das ist meine persönliche Meinung. Uhren haben keine Seele. Punkt. Uhren sind technische Gegenstände, die arbeiten sollen. Autos haben auch keine Seele für mich. Das ist alles Kappes, das ist Gerede. Aber für mich nachvollziehbar, wenn jemand die Handwerkskunst dahinter schätzt. So, das ist dann mal eine Vorstellung gewesen von dieser Citizen CA 70 40 Bindestrich 85, so einem Fliegerchronographen. Das ist mal was anderes gewesen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut bei Gelegenheit mal wieder rein. Das nächste Mal geht es sicherlich wieder um Messer. Bis dahin und tschüss.